Hallo Freunde, bevor der heutige Anruf losgeht, möchte ich euch gerne das Spiel Ace Defender vorstellen. Ace Defender ist ein hochwertiges strategisches Rollenspiel im Fantasy-Style, das klassische Rollenspielelemente mit bekanntem Tower-Defense-Gameplay kombiniert. Das Spiel folgt der Erzählweise eines Rollenspiels und bietet im Singleplayer mit mehr als 40 Kapiteln und fast 2000 spielbaren Leveln viel Abwechslung. Und darum geht's. Eine Rebellion im Drachenclan bedroht das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse auf der Welt. Unsere Heldin, Ali Pida, Prinzessin der Silberdrachen, entkommt mit dem Schöpfungskristall und findet Zuflucht in der Welt der Menschen. Dort aktiviert sie den Kristall und erschafft die mächtigen Helden, um das Böse zu bekämpfen. Die Helden unterteilen sich in Heilige, Dämonen, Schatten, Natur und Licht mit jeweils detaillierten Hintergrundstories. Es gibt 48 spielbare Helden und alle 2 Wochen schicken die Entwickler 2 weitere ins Rennen. Und diese Helden kannst du trainieren, miteinander kombinieren und mit verschiedenen Gegenständen ausrüsten. Du kannst auf einfacher, doppelter oder vierfacher Geschwindigkeit spielen. Im Solo-Modus Expedition wird die Geschichte von Ace Defender erzählt. Im PvE-Modus, also Mensch gegen KI, kämpfst du in Dungeons und verschiedenen Regionen, stellst dich neuen Herausforderungen, levelst deine Helden und sammelst seltene Gegenstände. Im PvP-Modus trittst du mit deinem Setup gegen andere Spieler an, entweder in der Arena auf deinem Server oder Kings Arena serverübergreifend mit mehreren vorbereiteten Helden-Setups. Wer sich das Spiel jetzt tatsächlich noch über meinen Link runterlädt, bekommt 10 Royal Recruit Tickets, nachdem er oder sie Level 2 bis 8 geschafft hat. Einlösen könnt ihr diese Tickets dann in der Taverne in der Sky City für einen garantierten seltenen Helden. Wenn du jetzt Bock auf ein bisschen Action zwischen meinen Anrufen hast, dann klick bitte jetzt den Ace Defender Link in der Beschreibung und schau mal unverbindlich rein. Darf ich mit Herrn Maulwurf sprechen? Wer ist denn da? Mein Name ist Tanreis. Ich rufe Sie an, dass Sie haben sich gestern für Onlinehandel mit Kryptowährungen interessiert. Wie Bitcoin. Ja. Oder Aktien. Ja, Aktien. Ne? Okay, sagen Sie mir bitte, wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren oder haben Sie noch Fragen? Ja, ich wollte mich ja mal informieren, prinzipiell. Wie das Ganze denn funktioniert, nicht wahr? Aber ich habe da nicht so ganz den Durchblick erringen können. Okay, ne? Wenn Sie Zeit haben, ich kann Ihnen ein bisschen erzählen, wie das funktioniert. Ja, die Zeit würde ich mir ja im Prinzip nehmen, ne? Das ist ja nicht unwichtig, ne? Also, ich kann Ihnen jetzt erzählen oder kann ich Ihnen E-Mail mit Info senden? Was ist für Sie bequemer? Ne, erzählen ist schöner, ne, weil ich kann nicht mehr so gut lesen. Okay, verstehe. Also, Sie haben 2 Möglichkeiten. Sie können entweder zwei mit automatischem System Möglichkeiten. Ach so. Ja, entschuldigen bitte. Ja. Schlechte Aussprache. Nein, ich hab die Leitung ist nicht so. Von wo rufen Sie denn an? Von österreichischer Callcenter. In Österreich? Ach ja. Korrekt. Wir haben Callcenters in Österreich, Spanien, Polen, Frankreich. Ja, schön da, oder? Ja. Also, Sie können entweder mit automatischem System handeln oder manual. Also, wenn Sie Software-System benutzen, dann müssen Sie gar nicht selbstständig machen. Dann Programm öffnet diese Handelspositionen für Sie automatisch und Sie können Resultate in dieser Zeit beobachten und Gewinn auszahlen. Auch die Meerschweinchen, ja? Meerschweinchen, ja. Ja, genau deswegen. Ich muss mich entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet, nicht wahr? Okay, verstehe. Und ich muss entschuldigen, dass ich ein bisschen schlechte Aussprache habe. Ja, dann verzeihen wir uns jetzt einfach gegenseitig unsere Verfehlungen und dann kümmern wir uns mal ums Geschäft sozusagen, nicht wahr? Also ich würde okay, Ihnen dann verstehe. Verzeihen, ja? Sollen wir das so machen? Also, ja. Großartig. Also
Ihnen eine Nachricht senden per E-Mail und ich kann Sie zum Beispiel später noch einmal anrufen, um weitere Schritte zu besprechen, wenn Sie dafür interessiert sind. Ja, am Telefon ist das ja schöner, ne? Ich kann das ja alles so gar nicht mehr gut lesen. Ich habe ja die Augen sind nicht ja, mehr ich so ver- gut. Aha, ich verstehe. Okay. Ja, erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen was. Ein Schwung aus Ihrem Sagen Leben. Sagen Sie mal bitte. Haben Sie früher mit Aktien oder Kryptowährungen gehandelt oder gar nicht? Nein, nein, überhaupt nicht. Okay, also dann, wie gesagt, also Sie können entweder Software-System benutzen, dann müssen Sie gar nicht machen. Also wir haben eine Finanzabteilung und unser Finanzberater wird Ihnen mit Einstellungen helfen. Also der wie wird mich Sie einstellen? Können dieses Programm freiberuflich oder wie läuft das? Also es gibt ein Programm auf unserer Plattform. Ja. Und das läuft automatisch. Das ist gut. Da muss man nichts selber machen, oder wie? Ja, korrekt. Also Sie müssen nichts manuell machen. Das klingt ja interessant. Ja, also wenn Sie dafür interessiert sind, ja, natürlich. Können Sie Software-System benutzen? Also dann können Sie einfach Gewinn auszahlen und Resultate auf der Plattform in echter Zeit beobachten. In echter Zeit? Ja. Das ist ja großartig. Da kann man ja also quasi live verfolgen, wie dann die Kohlen reinkommen, ja? Ja, also Sie werden sehen, welche Positionen sind eröffnet, wo ist Ihr Geld investiert. Was werden Sie dabei bekommen? Ja, ist das denn jetzt im Prinzip, da gab es ja mal so eine Folge, wo die dann, die Kanadier, was von dem Internetgeld abhaben wollten. Ist das das Internetgeld, was man da bei Ihnen verdienen kann? Es ist nicht Internetgeld, also es ist Handelsplattform, also wie Bankkonto. Ja. Aber Ihr Geld wird in verschiedene Aktien, Rohstoffe, Devisenpaaren investiert auf dem Finanzmarkt. Ja, ja, also aber da, in verschiedene das, da geht's doch im Prinzip ist das doch das Gleiche, ne? Ja, alles läuft per Internet, aber Geld ist echt. Das ist gut. Ja, natürlich echtes Geld will ich schon haben, sonst bringt das ja nichts, ne? Sonst hat es ja keinen Wert mit denen. Hab ich okay, recht? Okay, also, ja, Sie haben recht. Das hoffe ich doch. Also, Sie brauchen einen Minimalbetrag auf Ihrem Handelskonto. Es ist 250 Euro bei ja, uns, Minimum. Das ist ja nicht Ihr Geld wird verteilt. Verdoppelt? Und in verteilt. Ach, am Anfang verteilt. Ich habe verdoppelt verstanden. Das wäre ja zu schön gewesen. Ne? Oder ja, kann man das also auch? Also es wird nach Investitionen verdoppelt. Also ja. Wenn Sie Rendite bekommen werden, dann wenn wird wir Ihre Summe verdoppelt. Ein Kredit? Rendite. Rendite. Ja, das ist gut, ne? Ja. Naja, also mich kenne ich ja mit den ganzen Fachbegriffen da ja nicht aus, ne? Ich bin ja, sagen wir mal, Amateur. Und halt ja, auch. Ja, ich verstehe. Und hab halt auch, sagen wir mal, meine Vorgeschichte halt wegen dem Meerschweinchen. Und deswegen habe ich halt gehofft, dass ich da trotzdem unterkommen kann bei Ihnen. Es tut mir leid für diese Meerschweinchen, wirklich. Ja, ja, mir auch. Deswegen versuche ich denen jetzt ja ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich habe ja ganz viele davon. Vielleicht haben Sie irgendwelche Fragen. Ja, also im Prinzip ist es ja so, dass Meerschweinchen ja, sagen wir mal, Vitamin C im Körper nicht selber anreichern können, weswegen man denen ja auch zum Beispiel kein Kaninchenfutter geben darf. Die Frage ist halt, wie sich das bei ihren Investitionen dann niederschlägt. Ob man da auch, sag ich mal, noch supplementieren muss oder ob das dann, sagen wir mal, schon artgerecht funktioniert. Also,
funktioniert ganz einfach. Sie machen eine Investition, ja, und dann Software-System investiert ihr Geld weiter. Ja, worin denn? In Kryptowährungen wie Bitcoin, vielleicht haben Sie über dieses Geld. Ja, ja, Bitcoin habe ich gehört. Ja, ne? Bitcoin, das ist ja auch ganz interessant. Bitcoin, Ethereum, ja. Und investiert in Aktien, investiert in Rohstoffe, Devisenpaaren, zum Beispiel USD-Euro. Was ist denn ein Devisenpaar? Ist das schon ein Erotikroman? Also es ist, wenn Sie zum Beispiel Euro haben und kaufen US-Dollar, nee, ja, nee, und nee, auf Differenz Geld verdienen. Ich wollte ja nicht nach Amerika, ne? Oder zum Beispiel großbritannische Pfund oder andere Währungen. Also Theorie, ich könnte wegen aus Sammlergründen hätte ich eventuell Bedarf an kleinbritannischem Pfund, falls sie da noch Reste haben. Aber ansonsten wollte ich eigentlich in Deutschland bleiben, ne? Da ist ja mal wenig Verwendung für fremdländische Währungen. Ja, aber man kauft verschiedene Währungen, um Geld zu verdienen, weil Preis auf diese Währungen immer ändert. Und zum Beispiel manchmal ist es günstiger, Dollar zu kaufen, wenn Preis niedrig ist, und dann verkaufen, wenn es teuer wird. Und wer kauft das dann? Ich habe da neulich so eine Dokumentation gesehen, dass die Nordkoreaner ja immer probieren, an Dollar ranzukommen. Sind die dann da mit dabei oder nicht, dass ich da in Probleme kriege mit dem Außenministerium? Verstehen Sie das Problem? Also keine Probleme, ja. Wir haben Partnerbank in verschiedenen Ländern und dann haben wir keine Probleme. Das ist gut. Also auch in Nordkorea, ja? Warum Nordkorea? Ja, wegen den Dollar, weil die den ja brauchen. Aber man braucht nicht Dollar in Nordkorea, wenn ich alles korrekt verstehe. Ja, aber die können mit ihrer heimischen Währung ja nichts kaufen. Das will ja keiner haben, das Zeug. Und deswegen war halt mein Gedanke. Ist ja nicht schlimm, wenn ich da jetzt falsch liege. Da wäre ich Ihnen ja nicht böse, ne? Ich bin ja prinzipiell erstmal immer nur mir selber böse, wenn ich Schwachsinn erzähle. Man sagt ja immer, Einsicht ist der erste Weg zum Meerschweinchen, ne? Mögen Sie Meerschweinchen? Leider, wir haben keine Meerschweinchen im Büro. Ja, aber mögen Sie die? Persönlich, als Mensch? Als Mensch? Als Mensch, ich mag Hunde. Hunde? Ja, aber die kann man, ja, die sind ja nicht so süß, ne, wie so eine Meersau. Warum sie denn? Ja, aber so ein Meerschweinchen, das kann man halt auch mal in die Jackentasche mit reinnehmen. Das geht bei einem Hund. Na gut, es gibt auch kleine Hunde, aber da wollen wir jetzt mal nicht. Ja, es gibt kleine Hunde. Ja, die ganzen Grünen zum Beispiel, ne, sind alles kleine Hunde. Und wie viel kann ich da so im Monat verdienen bei Ihnen? In der Regel von 40-15%, aber es hängt von Situation auf dem Finanzmarkt ab. Also wenn es gibt große finanzielle Ereignisse, dann können Sie mehr verdienen. Was ist denn ein großes finanzielles Ereignis? So beispielsweise. Zum Beispiel, wissen Sie, Apple-Unternehmen. Nochmal, was für ein Teil? Apple. Apple, das ist so die mit den Telefonen, ne? Ja, das kenne ich. Ja, mit Telefonen. Also in diesem Monat zum Beispiel hat Apple ein neues Telefon gemacht, ja, iPhone 13. Ja, schon wieder. Und dann wird Preis. Wird denn das eigentlich nie langweilig da? Vielleicht ist das langweilig, aber wenn zum Beispiel Unternehmen ein neues Telefon macht, dann steigt Aktienpreis. Ach so. Von Unternehmen. Weil Leute beginnen, diese Aktien zu kaufen, ja, und dann steigt der Preis. Aber wollen die Leute nicht eher das Produkt kaufen als Aktien, oder verstehe ich das falsch?
Also wenn ich ein Telefon will, da bringt mir ja eine Aktie nichts, ne? Also Leute verstehen, also wenn Unternehmen macht ein neues Telefon, ja, dann wird Unternehmen mehr Geld verdienen, weil es ist neues Modell und alle wollen iPhone 13 haben. Ja. Und deswegen die Leute, die in Finanzmarkt investieren, beginnen diese Apple-Aktien zu kaufen. Und was kostet so ein iPhone dann bei Ihnen? iPhone 13, ich habe nicht gelesen. Ich kann jetzt finden, wie viel kostet es. Ja, weil ich brauche ja im Prinzip noch ein Geschenk für meinen Enkel für Weihnachten. Vielleicht können Sie mir ja einen guten Preis machen, wenn ich da, sag ich mal, bei Ihnen investiere. iPhone 13 kostet jetzt ungefähr 900 Euro. Das ist ja nicht wenig. Aber... Wenn wir uns um den Preis noch einig werden, dann nehme ich eins. Ja, aber sagen wir so 7,5 wäre so mein Maximum. Können wir da einig werden uns, oder müssten Sie da nochmal nachfragen gesondert? Vielleicht in ein paar Monaten wird das billiger. Ja, aber da ist ja schon Weihnachten, braucht das Jahr für Weihnachten. Mhm. Also für 8 nehme ich's, ne? Ich würde Ihnen das auch direkt überweisen. Oh, was werden Sie überweisen? Ich habe nicht verstanden. Ja, für das Telefon, ne? Ich würde eins kaufen. Ich verstehe. Sehr geehrter Herr Malwurf, leider ich habe heute ein paar Termine jetzt. Vielleicht darf ich Sie später noch einmal erreichen. Was, Sie haben Termiten? Das ist ja schrecklich. Terminen. Also, da sollen Sie meinen Kammerjäger anrufen, der kann da helfen. Ne? Also nicht, dass Sie da jetzt verzweifeln irgendwie. Da kann man was machen. Ich habe eine Termine. Also solange das nur eine Termite ist, erreicht das im Prinzip, wenn man einfach drauf tritt, ne? Aber wenn das mehrere werden, dann haben die halt angefangen, so ein Nest zu bauen. Dann müssten sie aufpassen, wie sie weiter vorgehen. Ich würde dann im Prinzip geschmolzenes Aluminium in den Eingang reinschütten. Das haben wir mal gemacht, vielleicht das steht jetzt heute im Garten als Skulptur. Ich verstehe alles, aber vielleicht darf ich das später erreichen, weil ich jetzt ein bisschen beschäftigt bin. Ich habe andere Termine. Warum denn? Ich wollte doch was kaufen bei Ihnen. Ja, ich verstehe. Deswegen frage ich, vielleicht darf ich das später noch einmal erreichen. Nee, nachher bin ich ja einkaufen, ne? Das muss ja erledigt werden. Das ist jetzt aber nicht in Ordnung, dass Sie da zahlende Kundschaft einfach abwürgen. Okay, ich habe Ihnen E-Mail gesendet. Vielleicht haben Sie WhatsApp. Ich kann Ihnen eine Nachricht auch per WhatsApp senden und Sie könnten mir zurückschreiben. Sowas benutze ich nicht. Okay, verstehe. Wollen Sie jetzt Geld verdienen oder nicht? Entschuldigen noch einmal bitte, ich habe nicht gehört. Wie bitte? Ich habe Sie nicht gehört. Noch einmal bitte. Ich habe gefragt, ob Sie Geld verdienen möchten. Ich verdiene Geld. Ja, eigentlich. Ja, aber an mir ja nicht noch, ne? Ich wollte ja investieren. Jetzt wollen Sie auflegen. Ich verstehe. Also wenn Sie Investitionen machen wollen, sagen Sie mir bitte, haben Sie Online-Banking, Visa, Mastercard oder Kryptowährungen? Natürlich, nein, diese Bit-Dinger habe ich nicht, ne? Das habe ich ja, das ist mir zu teuer. Okay, vielleicht haben Sie einfach Online-Banking oder Bankkonto. Ja, natürlich. Dann kann ich Ihnen per E-Mail eine Bankverbindung senden. Eine Bankverbindung? Sie können... Ja. Ja, gut, dann ich guck mal eben in mein Konto rein. Okay, also wenn Sie Wunsch haben, Ihr Handelskonto zu aktivieren, Sie können eine Einzahlung machen, ja, und mir eine Bildschirmfoto oder Foto, dass Sie haben diese Einzahlung gemacht, senden, dann wird Ihr Konto im Laufe der Stunde aktiviert. Im Laufe der Stunde?
Ja, weil wir werden ihr Geld ins System verfolgen, wir werden unsere Partnerbank nachfragen. Also wenn sie in Online-Banking diese Einzahlung machen, läuft es schneller. Wenn sie in Bankerzahlung das machen werden, wird es bis 3 Werktage dauern. Wer ist denn Ihre Partnerbank? Aha, es ist Bank in Portugal. In Portugal? Warum das denn? Das hilft uns, diese Einzahlungen steuerfrei zu machen. Ach, da muss ich keine Steuern bezahlen. Ja, korrekt. Also dann bekommen Sie ganze Summe 250 € auf Ihrem Handelskonto. Oh, das ist Und ja wenn Sie klasse. Auszahlungen machen, dann zahlen Sie auch nicht. Das ist ja ein guter Service, ne? Ja, kann sein. Kann sein. Sie haben ja wenig Vertrauen in Ihr Unternehmen. Also es ist ein guter Service, weil wir benutzen verschiedene Banken im europäischen Raum, aber es ist keine deutsche Bank. Keine deutsche Bank, da habe ich aber auch keine Sicherheit, ne? Nein, es funktioniert unter EU-Regulierung also. Unter was? Europäische Regulierung. Was bedeutet das? Also es gibt Regeln für finanzielle Institute im europäischen Raum Ja. und diese Bank funktioniert unter diese Regeln. Wie heißt denn die Bank? Quotidian Crusade. Ich habe Ihnen alles via Crusade. E-Mail. Ja, die Ja. Kreuzzüge sind aber schon ein paar hundert Jahre vorbei. Ne? Wir wollen ja jetzt hier keine neuen Kriege anfangen. Entschuldigen bitte, ich habe wirklich nicht so viel Zeit. Ich muss andere Kunden anrufen. Deswegen kann ich Sie später anrufen, wenn Sie Wunsch haben. Also wenn das jetzt schon wieder so weit ist, dann will ich mich natürlich gleich auf die richtige Seite stellen und hiermit bekunden, dass ein Heer, das das Kreuz Jesu Christi vor sich herträgt, nicht besiegt werden kann. Ne? Okay, ich werde Sie später noch einmal erreichen. Danke sehr für Wie ein ist schönes denn Gespräch und bis bald. Ihre Nummer? Dann kann ich Sie ja zurückrufen. Ich werde Ihnen das via E-Mail senden. Nee, ich habe doch gesagt, dass ich nicht so gut lesen kann. Da bringt mir doch eine E-Mail nichts. Ich verstehe, aber ich bin immer im Gespräch und es ist ein bisschen schwierig, Ja, dann mir sprechen Sie doch via mit Telefon zu mir. erreichen. Ich verstehe, aber ich habe jetzt Termine mit anderen Kunden. Nee, die können ja warten. Ich will ja dick investieren bei Ihnen. Ja, und diese Kunden wollen auch bei mir investieren und wir haben schon diese Termine vereinbart. Ja, aber ich bin jetzt ja da. Das ist ja nicht sehr freundlich von Ihnen. Ne? Das ist ja das Gegenteil von unfreundlich ist das ja. Ich möchte nicht unfreundlich sein. Sind Sie aber, wenn Sie jetzt einfach auflegen, sage ich meiner Mutter.